Frau Professor. Frau Professor, Entschuldigung, Konstantin Eschko, herzlich willkommen zu den Strategieterrang IoT hier auf Schloss Bensberg. Ich habe Sie noch kurz bevor Sie auf dem Rückweg nach Stuttgart sind, kurz abfangen können und würde mich freuen, wenn wir noch ganz kurz zu Ihrem Vortrag sprechen können, den Sie eben gehalten haben, den ich sehr interessant fand. Aber für unsere Zuhörer darf ich Sie fragen, worin liegen die Herausforderungen und Chancen in der Menschen-Roboter-Kooperation? Können Sie da ein paar kurze Worte zu sagen? Ja, danke sehr nochmal für die Einladung hier in Schloss Bensberg. Es ist mir eine Ehre. Ach, vielen Dank. Ich fühle mich wie eine Prinzessin, keine Professorin. Okay. Ich kann Ihnen antworten in Bezug auf Mensch-Roboter-Kollaboration, spezifisch auf Exoskeleton-Technologien. Es gibt Roboter, die arbeiten Hand in Hand mit Menschen. Es gibt, das ist eine andere Branche von Robotics, aber in meinem Bereich kann ich Herausforderungen und in welche Richtung gehen wir für Exoskeleton-Technologie, die Wearable Robotics ist auch Mensch-Roboter-Kollaboration. Herausforderungen sind viele für Deutschland hauptsächlich mit so vielen Regularien in der Produktion. Zuerst sehe ich dieses ethische Aspekte. Von Arbeitsgeber kommt immer die Frage, Kosten zu reduzieren für Krankheiten. Im Manipulieren schwere Teile, Präzision zu erhöhen, Produktivität zu erhöhen. Mhm. Und jetzt Frage ist ethisch, fremde Geräte auf menschliche Körper einzusetzen, um diese Aspekte, zum Beispiel Produktivität zu erhöhen. Zertifizierung ist eine andere riesige Frage für diese neue Technologie, die in embryonale Phase seines Lebenszyklus ist. Danach für die Menschen in der Produktion kommt eine sehr wichtige Frage, ist komfortabel, kann ich das 8 Stunden? Und auch ein anderer Aspekt, die immer in unseren Aktivitäten, in der Produktion mit unserer Kundenindustrie, ist die mentale Belastung. Okay. Mentale Belastung, dass ich kann mich nicht retten. Trotzdem, ich bin begeistert von dieser Technologie. Ich finde, dass die Exoskeletone erleichtern die menschliche schwere Aktivitäten, Erhöhung von Konzentration, Innovationsfähigkeit und auch kommt als Effekt Präzision und Qualität von die Aktivitäten, zum Beispiel Montageprozesse. Ich spreche hier über kognitive Ergonomie, das bedeutet Gastfähigkeit, Innovationsfähigkeit ist erhöht. In welche Richtung geht diese Technologie? Ich hoffe, dass mit unserem Beitrag Fraunhofer IAO in Stuttgart diese Digitalisierung können wir die produzierenden Unternehmen überzeugen, dass es gibt ergonomische Verbesserungen, dass es gibt auch Vorteile, nicht nur Kosten. Und diese Technologie soll weiterentwickelt werden, in dem Sinne, diese Einstellungen sollen automatisch realisiert werden auf Basis künstlicher Intelligenz. Verknüpfung von diesen Exoskelette, diese neue Arbeitsmittel mit MES-Systemen zum Beispiel, mit Prozessplanungssystemen, dass die Menschen sind verknüpft mit die Anlage in der Arbeitsplatz. Und ich sehe in die Zukunft, dass Exoskelett wird ein normales Werkzeug, okay, genauso wie ein mechanischer Manipulator oder eine Bosch-Maschine. Selbstverständlich, die Menschen werden glücklich. Die werden in Rente gesünder gehen. Ohne Rückenprobleme. Ohne Rückenprobleme, ja. Die können kommunizieren in der Produktion. Die können ja sozusagen wie im Flow begeistert arbeiten. Ich habe selbst getestet in der Produktion, ja, in einer Automotive, bei einem Automobilhersteller in München. Danach auch in eine KMU. Kommt Gewohnheit und kommt, ja. Sie haben gesagt, dass diese Technik ursprünglich aus dem Militärischen kommt, ja, oder? Sprich, dann wurde das irgendwie als Erstgedanke da aufgenommen und dann jetzt professionalisiert, kann man sagen, und dann für die Industrie dann irgendwie adaptiert. Ja. Ja. Sehr interessant. Man hat ja auch an den Fragen im Publikum gehört, dass das ganze Thema recht gut ankam. Vortrag da in Englisch gehalten. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie das hier auf Deutsch gehalten haben für unsere Zuhörer, auch wenn ich glaube, dass die meisten Englisch bzw. auch Englisch verstehen. Ich möchte Sie nicht länger aufhalten, Sie haben noch einen langen Weg nach Stuttgart. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, für Ihre Vorbereitung, für den sehr interessanten Vortrag und vielen Dank fürs Kommen. Nochmal, ich bedanke mich für den ganzen Team. Ja.
Ja, Sie haben recht, wenn Sie organisieren solche Veranstaltungen weit weg von unseren Arbeitsplätzen, zum Beispiel in ein Schloss, kommt ja. Inspiration. Natürlich. Ja. Und kommt andere Gefühle, wie zum Beispiel in einem normalen Kongresszentrum oder in einer Halle. Danke sehr nochmal für Ihre Idee und ja, bis nächstes Mal. Ich danke Ihnen. Vielmals. Ja.